So, Freunde, eigentlich wäre jetzt ein anderes Video gekommen, aber der Kackhaufen ist natürlich wieder am Brennen und darauf kriegst du auch sofort deine Antwort. Wir schauen uns dein Schmutzvideo an. Ach so, nicht wundern, ich sitze hier mit Weste, das Fenster ist offen, weil hier alles ein bisschen verqualmt war. Der Mo86 am Start, wie ihr alle mitbekommen habt, habe ich den Remy, der mich sowas von auseinandergenommen, beerdigt, ausgegraben und nochmal beerdigt, das hat jeder gemerkt. Junge, jeder hat gemerkt, dass du dich einfach wie ein kleines Kind verhalten hast, ja? Und du hast überhaupt nichts auseinandergenommen. Das Auseinandernehmen, das überlässt du danach mir, wenn wir uns sehen. Das wird auch noch dazu kommen. Gib mir mal ein paar Wochen, es wird noch dazu kommen. Vertrau mir. Geduld. Er wollte unbedingt den Talk mit mir haben. Nein, ich wollte mit dir unbedingt gar keinen Talk haben. Es war so, Sida war live. Ich habe reingeschrieben, oh, Sammy ist am Start. Ja, okay, willst du reinkommen? Zack, live, okay. Komm, wir klären das. Papap, full ernst reingekommen. Okay, geredet. Und dann kamst du, ja? Ich habe den ersten Schritt gemacht, ich dachte mir so, okay, komm, entschuldige dich dafür, vielleicht ist dann dieser ganze Kindergarten vorbei. Nein, du musstest ja unbedingt wieder anfangen, ja? Okay, also wir hören weiter, du. Das schon, seit Ewigkeiten hat mich gestalkt, verfolgt, belästigt. Ich hab dich gestalkt, verfolgt, belästigt. Junge, du stalkst dich selber, du bist hängen geblieben, Junge, was laberst du da? Warum? Denkst du, ich hab nichts mehr? In meiner privaten Freizeit, Junge, ich gucke nicht mal deine Scheiße an, Alter. Und so weiter, hat den Talk bekommen und hat gesehen, was... Was für einen Talk bekommen? Ich wollte keinen Talk. Aber du warst ja geil drauf, den arroganten Paten 2 zu spielen, Alter. Rausgekommen ist, er ist beerdigt worden. Jeder hat gemerkt, dass er ein Feigling ist. Dass er oh, Mo. Wenn der Tag kommt, wir werden sehen. Wir werden sehen, wer der Feigling ist, okay? Und mach dich auf was gefasst. Glaub mir, Junge, glaube mir. Die Leute, die mich privat kennen, die wissen gerade, was in mir abgeht, wie ich gerade am Brodeln bin. Und die wissen auch, zu was ich in der Lage bin. Und glaube mir, du wirst danach auf Knien sein und wirst betteln, dass ich aufhöre. Das verspreche ich dir. Ein Ehrenloser ist und... Im Endeffekt hat sich auch entschuldigt. Habt ihr auch gesehen? Ja, hab ich. Ich hab mich entschuldigt, dass ich über deine Mama schlecht geredet habe, okay? Aber jetzt ist vorbei. Pass einfach auf. Ich hab zu ihm gesagt, bei mir gibt es nichts zum Entschuldigen, was auch Fakt ist und Tatsache ist. Genau, weil du auf jeden Fall ein richtiger Ehrenmann bist, der kleine Kinder beleidigt, okay? Du bist ein Ehrenmann, weil du kleine Kinder beleidigst, okay? Du. Genauso wie er groß angekündigt hat mit Django, dass er... Ich habe mit Django was angekündigt? Was redest du? Von was redest du denn jetzt schon wieder in deinem geistig behinderten Kopf? Nach Wien kommt. Ich habe niemals mit Django angekündigt, dass wir zu dir nach Wien kommen, okay? Haben wir niemals angekündigt. Zeig mir bitte, wo wir das angekündigt haben. Und dass nur heiße Luft war, was eh... Guck mal, du bist so ein Schmutzjunge, weißt du? Dann bleib doch wenigstens bei der Wahrheit. Und dann kann man auch richtig miteinander Beef-Videos produzieren, okay? Aber du bist genauso wie Ali Osman. Du bist genauso wie Ali Osman. Du tust nur Lügen verbreiten und Fakes. Du bist Fake, Junge. Du bist ein Faker. Junge, guck dich mal an, wie du aussiehst, Alter, Junge. Guck mal, wie du rumläufst. Allein diese Farbkombination passt nicht zusammen, Junge. Du bist ein Clown. Du bist ein Affe. Klar war eigentlich. Genauso wie ich auch gesagt habe, hey, Junge, das glaubst du ja selber nicht, Junge. Jeder sieht, du kommst wie ein kleines Kind im Gegensatz zu mir rüber. Ich komme wie ein kleines Kind im Gegensatz zu... Ich glaube, guck mal, Mo, ich sage dir mal ganz ehrlich, ich habe mich an diesem Abend, oder besser gesagt diese Nacht, reif verhalten, okay, wie ein Mann. Und habe das über mich hergehen lassen. Weil ich mir dachte, ey, es wird eh irgendwann dazu kommen, dann sehe ich dich und dann lasse ich alles an dir aus, okay? Aber dazu werden wir noch kommen. Wir werden noch... guck mal, Mo, wir werden uns sehen. Ich verspreche es dir, vertrau mir, wir werden uns sehen. Wir werden uns sehen, 100%. Was auch die Wahrheit ist. Und jeder objektiv, was dazu geschaut hat, hat... Objektiv dazu zugeschaut hat, okay. ...gesehen, ich habe ihn ehrenhaft auseinandergenommen. Du hast ehrenhaft, ja, genau. Du warst auf jeden Fall ehrenhaft, genau. Ich habe ihm gezeigt, dass die La Brother Nostra ist, dass wir keine... Ich f***e deine La Brother Nostra, Lan, ich f*** euch alle, Lan, wer bist du, Junge? Clowns sind wie dieser Vollspasti und dass er nicht auf Straße machen soll, dass er nur... Ich bin die Straße und ich werde dir beibringen, wie man richtig auf der Straße zu laufen hat. Ich werde es dir beibringen und wenn du nackt vor mir laufen wirst, ich schwöre es dir, dir werde ich es beibringen. 100%, glaub mir, vertrau mir, mein Freund. ...auf der Straße ist, dass ich diesen kleinen Chihuahua, diesen kleinen Fifi nicht einmal ernst nehme, Alter. Glaub mir, Mo, du wirst mich ernst nehmen. Spätestens dann, wenn du mich siehst. Und du wirst vom Weiten wirst du schon hier in die Hose scheißen. Glaub mir, wenn du mich siehst. Vertrau mir, vertrau mir.
Das ist genau der Punkt und ihr seht, ich bin überall unterwegs. Ich habe gar keine Zeit. Du bist nirgendwo unterwegs, du Junkie, Alter. Du bist nur unterwegs zum fucking Bahnhof, Alter. Deine scheiß Drogen kaufen, du Junkie, Alter. Den ganzen Tag daheim zu sein und so weiter. Bin jeden Tag unterwegs. Deswegen schaffe ich auch nicht immer Videos hochzuladen oder Livestreams und so weiter zu machen. Weil ja, stimmt, weil du zu 90% der Zeit, Alter, unter Drogen stehst und nicht weißt, wo vorne und hinten ist, du Junkie, Alter. Wirklich viel unterwegs bin und viel zu tun habe und... Was hast du zu tun, du Schmarotzer? Was hast du zu tun? Du gehst nicht arbeiten, du gehst nur Drogen kaufen und dann setzt dich zu Hause mit deinem Schwachkopfbruder, Alter, vor dem Bildschirm, denkt, die produziert da irgendwelche Welthits, dabei ist es der größte Schmutz, Alter, ich krieg Ohrenschmerzen bei eurer Musik, Alter. Und das nennst du irgendwas, du hast was zu tun, du Sch... Voll ernst, bester Mann. Ja, voll ernst, bester Mann, definitiv, er ist korrekt. Weißt du, warum er korrekt ist? Weil wir hatten unsere Auseinandersetzung und wir haben das geklärt, okay? Wie Männer. Er hat sich ehrenhaft verhalten, nicht du. Ja, doch. Ja, einfach die Wahrheit gesagt. Das, was er glaubt, glaubt er. Er kann da das bestimmen, wann Videos gemacht werden, wann nicht gemacht werden. Wenn er Burnout hat, müssen alle aufhören. Dann, wenn er anfängt... Wenn ich Burnout... Der Junge, wenn ich ein Burnout habe, ich würde es sogar hier sagen, Alter. Digga, es ist nichts... Nichts Unmenschliches. Es kann passieren. Es kommt drauf an, welche Situation du im Leben hast oder dir passieren, widerfahren, wie auch immer, ja? Junge, du bist einfach nur ein Junkie. Und du kannst nicht mal dazu stehen. Dabei ist es offensichtlich, der in seinem Livestream über die Kamera sich beugt und seine Nasen zieht. Ich will nicht wissen, was du ziehst, aber irgendeinen Dreck ziehst du, der deinem Kopf nicht gut tut, okay? Dann fangen wieder alle an, oder? Keine Ahnung, richtig cringe, richtig zurückgeblieben. Jeder hat auch, schade, dass ihr sein Gesicht nicht gesehen habt, aber glaubt mir. Guck mal, ich habe das Video. Diese ganzen 23 Minuten, wo wir geredet haben, habe ich leider ohne Ton. Aber ich kann den Ton rausschneiden von diesem V-Mann-Kanal und kann das gerne präsentieren. Und dann können wir ja sehen, wer sich unehrenhaft verhalten hat, okay? Das war ein bisschen die Götter. Sidar und so haben sein Gesicht gesehen. Ihm ist die Farbe gleich aus dem Gesicht. Ja. Nein, mir ist nicht die Farbe aus dem Gesicht gefallen. Ich war generell an dem Abendplatz, da mein Kind ins Krankenhaus gekommen ist, okay? Und mir geht's mit dieser Situation auch nicht gut. Und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, dass ich an dem Abend die ein oder andere Träne fließen lassen habe, okay? Du... ...ausgehüpft sozusagen. Und er hat gemerkt, okay, das ist andere Kaliber, das ist echte Straße. Nein, du bist gar kein Kaliber. Dich kann man, du darfst dich gar nicht als Kaliber bezeichnen. Du bist gar nichts. Du bist Schmutz unter meinen Fingernägeln und selbst das nicht. Und ihr habt ja auch gesehen, dass er einfach nichts zu sagen hatte, er sich entschuldigt sogar hat. Oh, ja, ich habe mich entschuldigt wie ein Mann. Aber jetzt, das ändert alles. Und jetzt wirst du sehen. Und gesehen hat, hey Junge, wenn du dich entschuldigst, einfach sei leise, sei froh, dass ich dann sage, für mich ist die Geschichte gegessen, aber... Nichts ist gegessen, nichts ist gegessen. Ich fange jetzt an, ich fange jetzt an, jetzt fange ich an. Du glaubst, das war irgendetwas? Die letzten paar Monate, wo ich ein bisschen ein paar Videos über dich gemacht habe. Nein, ich fange jetzt richtig an. Jetzt fange ich an. Aber nicht. Das ist das. Und er wollte labern und hat gesehen, dass er keine Chance hat, dass ich ihn auseinandergenommen habe. Ach. Und genauso wollte ich mich bei euch bedanken. Ich habe über 43.000 Aufrufe. Stark! Stark! Du auf meinem neuen TikTok-Channel, was ich hier verlinken werde dann. Ganz, ganz neu. Erst seit gestern habe ich den Kanal eröffnet und gleich 43.000 mit einem Video über 11.000, 80 Abonnenten an einem Tag dazu bekommen. Und ja, wirklich richtig stabil. Habe selber jetzt nicht damit gerechnet gehabt, dass das so schnell geht, aber anscheinend... Ja, TikTok ist halt eine Plattform für solche Schwachköpfe wie dich. Ist TikTok, genau. Und das ist keine Kunst dort, irgendwas zu machen oder zu kriegen. Wenn ich mich einmal um diesen Kanal nicht kümmern würde, würde das bei mir auch ruckzuck hochgehen. Aber... Ich bin nicht dran interessiert, okay? Sonst hätte ich mich schon längst darum gekümmert. Die richtige Plattform für mich. Bin da richtig krass sozusagen viral gegangen. Oh, du bist richtig krass. Was heißt denn bei dir viral gegangen, du Schwachkopf, Alter? Und ja, auch schon mit anderen Und ja. Accounts. Aber da hat Probleme gegeben, da wisst ihr auch, dass da mit den Accounts und so die Probleme bestanden haben. Ja, angeblich hat sich der arrogante Pate, gespammt, gebannt oder was auch immer. Zeig uns die Beweise, denn ich glaube es dir nicht. Du lügst. Und jetzt habe ich einen ganz neuen Account und mit diesem neuen Account habe ich es wieder geschafft,
an einem Tag 43.000 Aufrufe auf einem Video, fast 700 Likes auf einem Video. Das heißt, richtig krass, richtig stabil, gut angekommen. Genauso bei einem anderen Video über 11.000 Aufrufe und TikTok, ich komme. Und ja. Ja, besser, wenn du nicht kommst, Alter, ganz ehrlich. Die Zeiten, wo die Clowns da auf TikTok die ganzen Leute verarschen haben. Ja, aber du bist doch der größte Clown, du bist doch der Anführer der Clowns, Alter. Was willst du denn jetzt auf TikTok noch? Gibt's doch genug so Affen wie dich. Und jetzt kommst du noch. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für TikTok, definitiv. Können und denen Scheiße einreden haben können, ist vorbei. Jetzt ist Mo86 auf der Plattform und zeigt euch, wie was nicht läuft. Wie was nicht läuft, ja. Und was die echte Straße ist. Die echte Straße, Junge. Oh, ich schwöre, ich freue mich auf unser Sehen. Ich freue mich. Ich schwöre dir, ich freue mich. Ich schwöre es dir, Mo. Ich habe mich noch nie auf etwas so gefreut wie auf dich. Ja, wenn ich dich sehe, ich werde mit dir den Spaß meines Lebens haben. Ich schwöre es dir und ich werde mir Zeit lassen. Das wird nicht schnell gehen. Das wird richtig langsam sein. Alles, alles. Wer fake, wer bluff ist und diese ganzen Leute, die selber keine Eier haben und nur... Junge, du siehst aus wie ein Kanarienvogel. Was redest du von Eiern, Alter? Was redest du von Eiern? Auf Eier von anderen Leuten Welle machen oder die ganze telefonieren wollen und so ein Scheiß. Ich kenne sowas nicht. Ihr seht ja... Ja, du kennst vieles nicht im Leben. Das sieht man dir an. Bei mir, ich habe bis jetzt kein einziges Mal bin ich zurückgerudert. Ich habe immer durchgezogen. Viele haben das nicht gedacht, dass ich da mich halte. Ich habe mich gehalten. Und ihr seht ja auch, meine Fangemeinde wird immer gut. Fangemeinde. Junge, wie kannst du behaupten, dass du Fans hast? Das sind einfach irgendwelche Troll-Accounts, die auf deinem scheiß Kanal sind, die einfach nur hetzen. Du raffst es nicht. Du hast die Bubble nicht verstanden. Ich habe sie anfangs auch nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich sie schon seit längerem. Du hast absolut gar nichts verstanden. Aber... Du wirst es noch verstehen. Abwarten. Größer, richtig krasse Fans, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin dafür, für den Support, für die Unterstützung. Ihr seid wirklich die krassesten. Das ist selbstverständlich. Und ja. An dieser Stelle wollte ich auch den Fan danken, der mir die Uhr geschickt hat. Und ja, richtig nice, danke. Und auf jeden Fall. Ja. Wenn du magst, ich kann dir auch Fanpost schicken, Alter. So einen richtigen schönen Kackhaufen, so wie du und dein Bruder es sind. Also ich will da ein Paket zurückschicken. Das geht Montag oder Dienstag raus. Sendungsnummer bekommst du dann auch. Und auf jeden Fall, ihr seid die krassesten LBM Family for life. Ihr wisst Bescheid. LBM. Der kann nicht. LBM. Mo86, La Rada Nostra. Peace out. So, Freunde. Wie gesagt, abwarten, Tee trinken. Glaub mir, ich bin auch eigentlich ein Mensch, der gar keine Geduld hat. Normalerweise bin ich jemand, ich schwöre dir, ich setz mich in dieses scheiß Auto. Ich fahre zu dir rüber, ich such dich diese ein, zwei Tage, bomb dich weg und fahr wieder zurück und kann in Ruhe schlafen danach. Aber jetzt gerade ist das nicht möglich. Aus privaten Gründen. Und ich muss nun mal für die wichtigeren Sachen jetzt gerade aktuell da sein. Aber ich schwöre dir, Mo, wenn wir uns sehen, ich weiß jetzt schon, du wirst deine scheiß Beine in die Hand nehmen und bist weg. Okay, aber ich werde dich kriegen und ich werde dich jetzt auseinandernehmen. Deine Scheiße, die du laberst, Junge, das kannst du doch selber nicht glauben. Junge, du Straße, du Gangster, Mafia. Junge, was Straße, was Mafia? Nichts von all dem bist du. Absolut nichts. Die Leute lachen sich über dich im Hintergrund kaputt, okay? Und ich werde dir zeigen, was Straße ist. Ich werde dir zeigen, was wirkliche Straßenjungs machen mit so einem wie dir, okay? Also, wir sehen uns. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpfe für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nachts.